Beim Töpfern entstehen immer mal wieder Tonreste, wie hier zum Beispiel bei der Kintsugi-Technik. Die kleinen Tonreste trocknen dann schnell ein und sind erstmal nicht mehr zum Töpfern zu gebrauchen. Im heutigen Video zeige ich dir, wie du diese Tonreste recycelst und frischen Ton daraus machen kannst. Ich habe hier nicht nur kleine Tonreste, sondern auch einen großen Tonglotz, den ich leider vergessen habe, luftdicht zu verschließen. Das ist aber gar kein Problem, denn der erste Schritt ist sowieso erstmal den Ton zu zerkleinern. Ich habe dafür einen Hammer genommen, trag dabei auf jeden Fall eine Maske, dass du keinen Tonstaub einatmest. Wenn der Ton gut verkleinert ist, gib die ganzen kleinen trockenen Tonstückchen in ein Gefäß und übergieße das dann alles mit Wasser. Der trockene Ton saugt sich jetzt mit dem Wasser voll. Am nächsten Tag kannst du dann mit einem Rührgerät alles gut vermixen. Rühre den Ton so lange, bis eine breiige Tonmatsche entsteht. Jetzt brauchst du eine Gipsform oder eine Gipsplatte und da gibst du dann den Tonmatsch drauf. Gips hat die Eigenschaft, dem Ton schnell das Wasser zu entziehen. Deshalb ist eine Gipsplatte zum Tonrecyceln gut geeignet. Nach 2 bis 3 Tagen ist so viel Flüssigkeit aus dem Ton verschwunden, dass er sich gut von der Gipsform lösen lässt und nicht mehr an den Händen klebt. Dann ist der Ton perfekt zum Weiterverarbeiten. Löse den Ton aus der Gipsform und bearbeite ihn mit deinen Händen, bis eine einheitliche Tonmasse entsteht. Aus der Tonmasse forme ich dann kleine Tonklötze und verschließe diese dann auch luftdicht mit einer Plastikfolie. Zum Schluss nicht vergessen, die Tonarten und Eigenschaften des Tons zu kennzeichnen, zum Beispiel die Brenntemperatur oder den Schamotteanteil. Und jetzt habt ihr wieder frischen Ton, der bereit für viele neue Töpferprojekte ist. Wenn dich jetzt noch interessiert, wie man mit der Daumendrucktechnik kleine Schälchen modelliert, dann schau mal in diesem Video vorbei.